Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Schaut mal, wo ich bin. Sieht das nicht grandios aus? Ich nehme euch heute mit ins Paradise Valley hier in Marokko. Ich bin immer noch in Essaouira und heute muss ich sehr früh aufstehen, denn ich habe mir einen Fahrer organisiert. Es geht heute ins Paradise Valley. Das Paradise Valley ist bekannt für seine Felsenbecken, hohen Klippen und malerischen Wasserfälle. Es gehört zum Tamrak River Valley im marokkanischen Hochatlasgebirge und liegt etwa 20 Kilometer nördlich von Agadir. Von Agadir aus ist es leicht zu erreichen, von Essaouira ist mein Fahrtweg etwas länger. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten. Und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Habt ihr schon ein Abo dagelassen? Wenn nicht, könnt ihr das gleich mal tun und dann nehme ich euch immer mit auf solchen wunderschönen Touren. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ihr seht, ich bin hier in der Medina Essaouira unterwegs, muss mich ein bisschen beeilen, denn ich treffe jetzt einen Tourguide und fahre mit ihm zum Paradise Valley. Ich mag es total, hier morgens durch die Städte zu gehen und zu sehen, wie alles erwacht und hier geputzt wird und die Geschäfte öffnen. Also früher, vor 1920, waren hier ganz viele Sanddünen und dann kamen die Franzosen und haben hier diverse Pflanzen exportiert aus anderen Teilen von Marokko und haben hier alles gepflanzt, um die Dünen fester zu machen. Hier wachsen links und rechts Arganbäume, die sind natürlich gewachsen. Die Menschen haben versucht, sie anzupflanzen und das wurde nicht. Sie haben die Samen in die Erde gelegt und funktionierte nicht. Und dann kamen die Ziegen, haben die Früchte gefressen und es passierte eine chemische Reaktion in ihnen. Und dadurch sind jetzt die Bäume entstanden. Also nur die Ziegen können Arganbäume pflanzen. Es geht los. Ich gehe jetzt wandern und zwar hier im Paradise Valley. Wie kommt man nun hierher, wenn man irgendwo an der Küste ist? Entweder du hast einen Mietwagen, fährst hierher, parkst hier und wanderst dann los. Oder du suchst dir einen Fahrer, der dich hierher fährt, dort rauslässt und dich in 2 Stunden wieder abholt. Das ist der Parkplatz, der auch überall eingezeichnet ist und schaut mal. Dort wird einfach schon wieder irgendwas Touristisches gebaut, statt sie einfach mal das so lassen, wie es ist. Die haben so Wege für die Touristen angelegt. Die Farben hier der Felsen sind ja genial. Da ist Wasser. Und viele Menschen, die lassen sie erstmal weg. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Uganda hier, als ich dort gewandert bin mit dem Guide, weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Da sah es irgendwie genauso aus. Leute, ich bin im Paradies. Das dürft ihr nicht auslassen, wenn ihr hier in der Nähe seid. Das ist wirklich das Paradise Valley. Hallo! Wer bist du denn? Na, ich habe leider nur Bananen und du bist ja kein Affe. Hab nichts für dich.
Bonjour. Ça va? Hier geht's lang. Ist echt frisch. Gut, dass ich eine Jacke bei habe. Schöne Restaurants sind hier. Hallo Katze. Und ja, es ist auch sehr touristisch. Übrigens sind hier 3/4 der Menschen, die ihr hier seht, deutsch, die restlichen sind Franzosen. Das Coole hier ist, man kann hier überall rumklettern, was wahrscheinlich in Europa verboten wäre. Ja, ich versuche mein Glück mal hier rüber zu kommen, denn hier geht's nicht weiter. Ich kann nur von hier darüber kommen. Da oben geht der Weg lang, aber man kann auch hier. Ist aber halt für gute Trittsicherheit bestimmt, ne? Aber hier ist es halt interessanter, im Flussbett zu laufen, als da oben alles von oben zu sehen und nichts wirklich. Ich bin jetzt wieder auf der Seite. Hauptsache, ich merke mir den Weg oder besser gesagt die Route, die ich genommen habe. Hier sind immer noch diese Kamikaze-Springer. Das Wasser ist richtig, richtig kalt. Die meisten, die dort reinspringen, die haben einen Neo an. Ich hab's geschafft. Ich bin allein. Wie geil ist das bitte? Es ist so gut, dass ich hier nach dem Sommer hergekommen bin, denn im Frühling ist hier alles voller Wasser. Da könnte ich nicht mehr hier durchklettern, da müsste ich da oben laufen, wo die anderen Touristen sind. Und jetzt kann ich hier so schön durchklettern, ganz allein. Das macht so viel Spaß. Hier am Eingang vom Canyon ist es echt sehr touristisch. Hier sind Haufen Buden und Stände, wo man Essen und Trinken kaufen kann. Auch Haufen Leute, die Bilder machen. Aber so ist es halt an so schönen Spots. Solltet ihr dieselbe Tour vorhaben wie ich, euch einen Fahrer buchen und euch dann zurück mit ihm treffen an der Straße, verabredet euch in mehr als 2 Stunden. Ich habe mich in 2 Stunden verabredet. Ich schaffe jetzt gerade mal hin und zurück zu laufen und würde jetzt hier gerne noch was essen, aber ist nicht mehr drin, muss heute ein Müsli-Riegel ausreichen. Also nehmt mehr als 2 Stunden. 2 Stunden ist der Weg hin und zurück, entspannt. Und wenn ihr noch was essen wollt, müsst ihr das zusätzlich mit einplanen. Bonjour. Hier bin ich lang gelaufen. So, dadurch. Und dann dort hinten die Schlucht. So, ich sitze jetzt hier und esse noch einen Müsli-Riegel, weil mein Fahrer ist noch nicht da.
Der kommt von da unten. Der wollte nicht hier parken. Ich vermute mal, dass die Parkgebühren hier zu hoch sind. Daher kann ich noch schnell was essen. Gab ja heute weder Frühstück noch sonst was, weil wir so früh losgefahren sind. Erinnert ihr euch, als ich den Transfer hatte von der Wüste nach Fes? Das war so ein cooler Fahrer und das war so eine tolle Fahrt. Und jetzt hier heute habe ich so ein cooles Auto, aber so einen blöden Fahrer. Der spricht gar nicht, obwohl er sehr gut Englisch kann. Und ich habe die ganze Zeit zu tun, dass ich nicht einschlafe. Oder mir fällt andauernd der Kopf runter, weil der sich mit mir nicht unterhält. Ich gebe mein Bestes, aber egal. Ist halt so. Ich muss erstmal schnell essen. Sehr lecker. Ui, heute gibt es einen schönen Sonnenuntergang. Mal gucken, ob ich das nochmal finde, wo man den besonders gut sehen kann. Hier sieht so richtig schön aus. Mein Guide hat mir heute übrigens erzählt, dass es ein zweites Essaouira hier in der Nähe gibt, weil die Stadt Essaouira hier, die am Meer, die soll in ihrer Größe erhalten bleiben. Darum gibt es einen Baustopp. Also es dürfen keine neuen Grundstücke bebaut werden. Jetzt sind wir dazwischen, aber ihr versteht mich schon. Ja, und darum haben sie 10 Kilometer weiter eine neue Stadt gegründet. Die ist auch schon gut bewohnt und die Menschen fahren dann halt zum Arbeiten alle hierher.